Wir haben gestern bei der Podiumsdiskussion schon besprochen, dass Sport extrem wichtig ist. Was bleibt da noch außer Sport fürs Anti-Aging? Ich denke mal, Sie können sich alle vorstellen, wie so ein Aging-Knee aussieht. Das ist meins hier, was man da sieht. Und als Orthopäde und Knorpelchirurg interessiert natürlich immer hier die Knorpelschicht, die wird immer dünner, Meniskus fehlt, es ist ein bisschen Flüssigkeit im Gelenk. So sieht dein Aging-Knee aus. Und dieses Aging-Knee oder solche Aging-Joints wollen wir natürlich irgendwie erhalten, möglichst lange, dass die Beweglichkeit möglichst lange erhalten bleibt und die Leistungsfähigkeit erhalten bleibt. Wir haben gestern vom Kollegen Gruber gehört, dass Unabhängigkeit im Alter das Wichtigste ist, was Menschen sich wünschen würden. Und dazu gehören gut funktionierende Gelenke dazu. Wenn Sie jetzt zu Ihrem Hausarzt gehen und sagen, ich habe so ein bisschen Arthrose, das Gelenk wird älter, was sagt er Ihnen? Essen Sie gesund. Sie stellen sich solche Riesenberge mit allen möglichen gesunden Sachen vor. So einfach ist das nicht, weil auch der Darm natürlich älter wird. Man stellt sich immer vor, man isst jeden Tag einen Brokkoli, was man immer so liest, einen Brokkoli, eine Tomate, eine Rübe, eine dieses, eine jenes. Dann hat man alles, was man braucht. Das ist richtig mit 20, aber es hat sich gezeigt, dass mit 50, mit 60, mit 70 die Magenschleimhaut und die Gedärme nicht mehr alles von dieser Tomate aufnehmen. Das heißt, von diesem Brokkoli-Stängelchen sind nur noch 20% oder 30%, die überhaupt in den Körper kommen. Also muss man mehr davon zu sich nehmen. Und jetzt rechnen Sie das mal hoch, 20%. Das heißt dann schon mal 10 mal Brokkoli, 10 mal Tomate, 10 mal Rübchen, 10 mal Rettich pro Tag. Das wird eine ganze Menge. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man sagt, Nahrungsergänzungsmittel ist grundsätzlich nicht mein Ding. Das Weitere, was Sie gesagt kriegen, ist, dass Sie auf bestimmte Sachen verzichten sollen. Das heißt, kein Alkohol, das ist mal nicht gut. Bier hat Östrogene, macht auch dick, Schokolade, die ganzen guten Sachen sowieso nicht. Und von dem, was Sie essen dürfen, immer nur wenig. Das sind so die Lösungen, die man sonst angeboten kriegt. Das befriedigt natürlich nicht alle und deshalb kommt es auch, dass viele Menschen eben nicht so gut altern, wie es an für sich sein sollte. Es gibt Richtlinien, in welchen Bereichen man eingreifen kann in diesen Kreislauf des Alterns der Gelenke. Das sind einmal die antientzündlichen Substanzen, weil man weiß, dass die Entzündung im Gelenk den Knorpel mit der Zeit, mit den Jahren zerstört. Der Knorpel hat eine schöne glatte Oberfläche. Die ist nicht dazu da, nur dazu da, dass es schön gleitet, sondern die ist auch dazu da, die innenliegenden Substanzen, sprich die Proteoglykane, die Kollagene, zu schützen vor den entzündlichen Substanzen im Gelenk. Und wir wissen, dass mit dem Alter und mit zunehmender Gebrauch das Gelenk solche entzündlichen Substanzen produziert, Interleukine, Metalloproteinasen. Und wenn diese Oberfläche mal kaputt ist, dann gehen diese entzündlichen Substanzen in den Knorpel rein und graben den so richtig um und machen den noch mehr kaputt. Deshalb ist es wichtig, dass man antientzündlich diesen Knorpel indirekt schützt, indem man diese Substanzen wegnimmt. Zum Beispiel mit Omega-3 und diesem undenaturierten Kollagen 2. Das ist noch nicht weit verbreitet hier in Europa. In anderen Ländern ist das schon viel weiter verbreitet. Sollte man sich mal mit beschäftigen, kann man einfach so als Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Gleiches gilt für Sojabohnen und Avocado ist auch ein Produkt, was hier in Deutschland noch nicht weit verbreitet ist, aber in anderen Ländern schon. Und diese Cochrane Organization, das ist so eine Prüfungsgesellschaft, die gucken, ob irgendwas in Studien wirklich sicher bewiesen ist. Die haben das festgestellt und auch als wirksam bezeichnet. Proteolytische Enzyme, Vitamin D ist so ein bisschen am Rand, aber könnte noch von Bedeutung sein. Antioxidantien, Grüntee, natürlich, das steht überall dran. Und dann diese Konzentrationen, Juice Plus zum Beispiel von Gemüse und vor dem Hintergrund, dass Sie eine gewisse Menge von diesen Antioxidantien brauchen. Und stellen Sie sich vor, diesen Riesenkorb von Gemüse, wenn Sie das mal an einem Tag nicht schaffen, dann kann man sich vielleicht mit solchen konzentrierten Gemüseprodukten so ein bisschen behelfen. Das, was Sie wahrscheinlich alle kennen, das sind diese Sysador-Produkte, mit denen man das Fortschreiten der Gelenkzerstörung etwas bremsen kann. Die wichtigsten sind Glucosamin, Chondroitin und Hyaluronsäure. Und diese Stoffe, Glucosamin und Chondroitin, sind Teil dieser Knorpelmatrix, die halt dann umgegraben wird. Und
Die sind dafür zuständig, dass in dem Knorpel auch Regenerationsprozesse wieder angestoßen werden können. Also die sollte man, von denen sollte man genügend haben. Und da gibt es auch Studien zu, doppelblind, randomisiert, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, dass diese Stoffe in einer Dosierung, das ist wichtig, etwa diese hier, 1500 Milligramm, dass diese oral genommen werden können und auch eine gewisse Wirkung haben. Einmal dadurch, dass, das ist in dieser Studie gezeigt worden, dass die Nebenwirkungsrate von Entzündungshemmung, Ibuprofen hier, extrem gedrückt wird. Glucosamin nur 6 Patienten, Ibuprofen 35, das ist das eine. Und zum Zweiten, dass dieser Knorpelschaden reduziert werden kann. Jetzt hat man allerdings das Problem, dass man nicht genau nachweisen kann, natürlich mit Histologien, aber klinisch auch, man fragt den Patienten, aber wird der Knorpel jetzt dicker? Das sicherlich nicht, obwohl es Studien gibt, die uns beweisen wollen, dass der Gelenkspalt aufgeht, wenn man von diesem Chondroitin und Glucosamin isst. Da glaube ich nicht daran. Wer jemand Röntgenbilder gesehen hat, kann sich vorstellen, über 3 Jahre geht der Gelenkspalt nicht um 0,5 mm weiter auf. Das möchte ich mal dahingestellt lassen. Es scheint aber so zu sein, dass die Kombination von Glucosamin und Chondroitin, dass das eine Wirkung hat. Das ist schon 2007 nachgewiesen worden. Und die Kombination ist wichtig. Und hier weise ich nochmal auf die Dosierung in Glucosamin 1500, Chondroitin 1200. Das hat sich in dieser groß angelegten doppelblinden Studie gezeigt, scheint eine Wirkung da zu haben. Nebenwirkungen sind keine bekannt. Außerdem, dass es vielleicht ein bisschen Geld kostet. Und die kamen 2000 zu dem Schluss, dass sogar eine deutliche entzündungshemmende Komponente dabei ist, nämlich dass Schmerz reduziert worden ist im Vergleich zu einem Placebo. Hyaluronan, das ist die Hyaluronsäure im Körper auch vorhanden. Man gibt sie dazu. Wir kennen das alles mit Spritzen. Wir kennen auch die Logik dahinter, dass halt dadurch die Entzündung im Gelenk gesenkt wird, dass die Matrix regeneriert wird. Das heißt, diese Hyaluronsäure geht in den Knorpel hinein und füllt diese Zwischenräume wieder auf und schützt quasi vor diesen aggressiven Enzymen, die den Knorpel weiter zerstören. Und es gibt sogar Hinweise, dass auch die eigene, körpereigene Hyaluronan-Synthese gesteigert wird dadurch. Also insgesamt soll das ganz positiv sein. Wir kennen das alles aus der Begründung, die wir immer schreiben müssen für die Kassen. Und die Kassen beziehen sich immer darauf, dass es nicht letztlich nachgewiesen ist, ob das funktioniert. Außerdem kostet es ein bisschen Geld. Man konnte zeigen, dass ein kleiner klinischer Verbesserung, dass die erreicht werden kann. Das reicht aber vielen Kassen nicht aus. Obwohl, wie gesagt, Studien das nachweisen können. Und auch hier diese Cochrane Collaboration, die weltweit Studien testet, ob die gut sind, festgestellt, dass diese Visco-Supplementation effektiv ist für die Behandlung von Osteoarthrose. Soweit zu diesem Bereich. Was kann man sonst noch machen, um diesen Knorpel, der im Zerstörungsprozess ist, dass man den schützen kann? Kobe Bryant, der kommt regelmäßig nach Deutschland mit anderen amerikanischen Stars, die holen sich Orthokin-Injektionen. Das ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt. Das ist ein Interleukin-1-Antagonist. Das heißt, dieser Antagonist ist körpereigen gewonnen aus dem eigenen Blut, setzt sich an diese Stellen, wo diese aggressiven Enzyme an den Knorpel rangehen. Also die verhindern quasi, dass diese Interleukin-Enzyme den Knorpel zerstören. Und dieses Orthokin, das ist auch in Studien untersucht worden, hat nicht die letzte Sicherheit in großen Studien wie andere Produkte, aber Nebenwirkungen sind auch nicht bekannt. Es kostet etwas, aber es ist sicherlich mal ein Versuch wert, bei chronischen Schmerzen von einer Arthrose, die noch nicht so weit sind, dass man operieren müsste. Noch etwas, pulsierende Signaltherapie. Keine Angst, ich wandere jetzt nicht ab in den Bereich der Quacksalberei, aber wenn die Patienten fragen, was haben sie bisher gemacht gegen ihr alterndes Gelenk? Ja, pulsierende Signaltherapie. Da war jemand bei uns beim Kaffee und der hat mir so ein Gerät verkauft.
Und ich habe das gekauft und das tut mir gut. Und das Gleiche gilt für Magnetmatten, wo man sich drauflegen kann. Für 2.500 steckt man in die Steckdose und man spürt förmlich, wie der Knorpel wächst, sagen die Patienten. Ist da was dran? Das wird beworben, dass es alles macht. Es ist drug-free, pain-free, keine Nebeneffekte. Und man muss nur so und so viel Sessionen machen und dann ist alles gut. Hat das wirklich was? Es gibt keine valide Evidenz, dass das funktioniert. Aber man weiß, und man weiß schon länger, dass die elektrische Stimulierung von Knorpel, dass das von Bedeutung ist. Und das hat man jetzt wieder aufgegriffen. Es gibt Arbeitsgruppen, die arbeiten jetzt an dem Thema. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder von dieser Originalstudie aus den 60er Jahren, ist das, glaube ich. Da hat man Ratten untersucht, Rattenbeinchen hier. Die hat man hier amputiert und hat geguckt, was passiert. Die wachsen im Prinzip mal nicht nach. Dann hat man in diese Enden, in diese Stumpfenden, hat man kleine Elektroden reingesetzt und dann gesehen, dass unter elektrischem Strom sich diese Extremität komplett wieder nachgebildet hat, mit allen Funktionen. Und das nicht bei jungen Ratten, da könnte man ja noch sagen, okay, die wachsen noch, sondern bei ausgewachsenen Ratten. Was bedeutet das jetzt für den Knorpel? Man hat das weitergedacht, dieser Baker und Spadaro, dass man diese Elektroden durch den Knochen in den Knorpeldefekt einlegt und hat dann geguckt, was passiert. Und in der Tat, durch diese elektrische Stimulation sah man eine vollständige Wiederauffüllung dieses Knorpeldefektes, was man ohne Behandlung nicht gesehen hat. Also elektrischer Strom scheint eine Bedeutung zu haben. Und das wird etwas, was in Zukunft zunehmend interessant werden kann, ob das nun natürlich nicht mit Elektroden, die man reinlegt, funktioniert oder von außen. Aber da scheint was dran zu sein. Da wird die Forschung noch ein bisschen dran arbeiten und da wird auch fleißig dran gearbeitet, wie auch neueste Studien zeigen oder neuere von 2006, dass halt die Knorpelbildung angeregt werden kann durch elektrische Ströme. Details sind da noch nicht bekannt, aber das wird was sein für die Zukunft. Noch etwas, was interessant ist, Telomerase-Aktivation. Dieses Präparat wird verkauft in den USA, $2.500 pro Monat, wenn man es einnimmt und das verspricht ewige Jugend, sage ich jetzt mal. Was steckt dahinter? Natürlich auch ewig junge Gelenke. Telomere, wissen Sie, wo die sind? Ich erkläre es kurz. Chromosomen sind allen bekannt. Das ist der Chromosomenaufbau des menschlichen Körpers. Da gibt es so und so viele. So sieht ein Chromosom aus. Da gibt es X- und Y-Chromosomen. Und in diesem Chromosom drin, in dieser Helix, sind die genetischen Informationen, die unseren Kreislauf, unseren Körper am Leben halten. Und am Ende dieser Chromosomen gibt es solche Käppchen, die Chromosomen schützen, weil nämlich am Ende dieser Chromosomen greifen Oxidantien, greifen Stoffe an, die unsere DNA, unsere Erbinformationen da stören. Und deshalb kommt es in den Zellen zu Veränderungen, kommt es zu chronischen Erkrankungen und zu Alterungsprozessen. Und man weiß jetzt, wenn man diese Chromosomen schützt vor diesen aggressiven Substanzen, dann kann man den Menschen schützen vor solchen chronischen Erkrankungen. Hypertension, also Bluthochdruck, Krebs, Fett, alles Mögliche wird dadurch verursacht, durch eine Schädigung unserer Chromosomen. Und die Schädigung der Chromosomen wird verursacht, wenn diese Käppchen wechseln, diese Telomere. Das ist untersucht worden. Ein Beispiel nur mal hier, es ist breitest untersucht worden, dass man geguckt hat, wie hoch ist die Gefahr, Krebs zu bekommen und wie groß ist die Gefahr, wenn man Krebs hat, dass man dann stirbt. Und wenn diese Telomere lang gewesen sind, dann war das Risiko ziemlich gering oder normal, sage ich mal. Und in den Patienten mit den kurzen Telomeren war die Gefahr, überhaupt Krebs zu kriegen, 3-mal höher und 11-mal höher, an diesem Krebs auch zu sterben. Also, da ist ein sicherer und nachgewiesener Zusammenhang. Da gibt es sogar von DePinho, der hat da den Nobelpreis für gekriegt, dass diese Telomerase-Aktivierung, dass man halt die Käppchen wieder draufsetzt und stabil macht, wenn man die aktiviert, diese Telomerase,
dass dann bei Mäusen sogar Alterungsprozesse rückgängig gemacht werden konnten. Also nicht nur die Alterung gebremst, das kann man nachweisen mit Gewebsqualität, mit Stoffwechselraten, mit Sauerstoffaufnahme, da gibt es Kriterien für, sondern man kann es auch zurückdrehen, quasi die Natur, und keine von diesen Mäusen hat jetzt Krebs bekommen. Also das ist eine interessante Arbeit, wer sich das, gibt es auch so formuliert, dass das Joe Schmo verstehen kann, wäre also mal ganz interessant, diese Arbeit zu lesen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass diese Telomere, wenn die zu kurz werden, dann führen sie zu Krankheiten und zu frühzeitiger Alterung. Und da kann man mit dieser Telomerase-Aktivierung kann man da einschreiten. Und das betrifft natürlich auch die Gelenke. Das fand ich noch interessant. Transdermale bioidentische Progesteroncreme. Anstatt abzunehmen, anstatt auf alles Mögliche zu verzichten, nur stilles, lauwarmes Wasser trinken. Zweimal am Tag mit ein bisschen Progesteronsalbe einreiben und schon sind die Gelenke wieder fit. Fand ich toll, als ich die Arbeit gesehen hatte. Ein bisschen weiter habe ich mich natürlich damit noch beschäftigt. Es ist in der Tat so, dass diese Hormone eine große Rolle spielen in dem Alterungsprozess, nicht nur der Gelenke, aber auch auf den Knorpel. Und das ist momentan ziemlich Gegenstand der Untersuchungen, dass von endogenen und exogenen Östrogen, dass das für die Gelenkgesundheit von großer Bedeutung ist. Was heißt das jetzt, wenn man mal in der täglichen Praxis sich damit beschäftigt? Wir wissen, dass ein niedriges Testosteron das Körperfett zum Ansteigen bringt, dass es einen oxidativen Schaden macht und dass es die Entzündungsbereitschaft im Körper, das heißt auch die Menge von diesen aggressiven Enzymen im Gelenk, steigert. Und alle diese Faktoren zerstören mit der Zeit die Gelenke und den Knorpel. Das ist bekannt. Ohne jetzt ins Detail zu gehen mit diesem Hormonhaushalt, sollte man sich auf jeden Fall da mal mit beschäftigen. Wie machen wir das jetzt bei uns? Wir suchen natürlich Patienten, die überhaupt ein Risiko haben, ein alterndes Gelenk zu haben. Und zwar möglichst schon bevor sie jetzt Probleme haben. Wir haben also einen Patienten, früher Handball gespielt, Fußball gespielt, Meniskus ist rausgemacht, ein kleines Bäuchlein. Wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's im Prinzip noch ganz gut. Aber das sind so Risikopatienten. Und wenn man dann schon mal guckt und die berät, kann man substituieren, kann man schon testen, dann kann man denen vielleicht präventiv schon ein bisschen helfen. Also gucken, wer ist in Gefahr, informiert und motiviert, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Dann substituieren. Wir klären unsere Patienten auf, dass sie solche Präparate nehmen. Gibt es verschiedenste. Man sollte halt darauf achten, dass die Dosierung halbwegs in diesem Rahmen liegt und antientzündlich, dass da auch was genommen wird. Zusätzlich zu der normalen, gesunden Diät, sage ich jetzt mal. Diese Antioxidantien kann man noch dazugeben, wem Grüntee nicht so richtig schmeckt. Resveratrol, das ist das Zeug, was in Rotwein drin ist. Die Lösung eines Liter Rotweins pro Tag ist vielleicht mit anderen Nebenwirkungen behaftet. Diese Kapseln haben also keine Nebenwirkungen, man kann auch noch Auto fahren hinterher. Zum Thema Hormone ist ein bisschen sehr kontrovers diskutiert. Ich sehe das nicht ganz so, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen. Testosteronlevel, was der alles macht und wo man da eingreifen kann, das müsste man in Ruhe mal sich nachschauen. Aber was wir halt machen, dass wir diesen DHEA-Wert bestimmen, Androstenediol-Wert bestimmen und dann freies und gebundenes Testosteron und Östrogen und dann auch den Patienten über eine Substitution aufklären. Und zwar nur, wenn die Werte extrem niedrig sind natürlich. Wir wollen nicht Doping fördern, wir wollen nicht eine übermäßige Leistungsfähigkeit fördern, sondern wir wollen, dass die normalen Werte wieder erreicht werden. Und wenn man sich da mal anschaut, dann haben Männer einen Wert, der liegt bei 10%, 15% von den normalen Testosteronwerten. Und das ist dann ein bisschen niedrig und da kann man relativ schnell dann eingreifen.
Soweit zu der Gelenkgesundheit. Hat das auch wirklich damit zu tun, dass man älter wird? Da ist mir dieses Studium aufgefallen. Ich hatte es gestern schon angesprochen. Man hat untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Fähigkeit, aus dem Schneidersitz aufzustehen und der Lebenserwartung. Ganz einfacher Test. Wer das kann, im Schneidersitz sitzen und aufstehen, ohne mit Knien oder Händen oder Ellbogen auf den Boden zu kommen, der hat gute Chancen, alt zu werden. So können Sie das mal selber in einer ruhigen Stunde probieren, austesten. Man macht einen 10-Punkte-Score und für jede Hand und jeden Ellbogen, der gebraucht wird, gibt es einen Punkt Abzug. Und am schlimmsten ist natürlich, dass man sich auf den Bauch rollt, auf alle Viere geht und dann sich so hochhangelt an einem Stuhl. Das gibt dann 0 Punkte. Man hat über 6 Jahre 2000 Patienten untersucht, zwischen 51 und 80 mit diesem 10er-Score und hat, wie ich das sagte, immer einen Punkt abgezogen. Von diesen 2000 Menschen sind 159 gestorben, natürlich meistens die mit den niedrigeren Testscores. Und man hat dann festgestellt, dass jeder Punkt, das finde ich das Interessante, korrelierte zu einer Reduktion der Sterblichkeit von 21%. Also, wenn man sich das mal überlegt, dass es sich lohnt, nicht nur für die Gelenke, sondern auch für das Überleben hinterher und für die Qualität des Lebens, gesunde Gelenke zu haben. Man kann mit gesunden Gelenken auch länger leben. Das ist an für sich das, was ich erwähnen wollte. Wir können also wirkungsvoll heute ein Anti-Aging betreiben, nicht nur mit Mini-Portionen und nicht nur mit Bergen von Brokkoli-Knollen, sondern man kann wirklich da was machen. Wir werden gleich noch darüber hören, was man aktiv von der Sportseite da machen kann. Aber wir können weniger Schmerz haben, wir haben eine bessere Beweglichkeit, wir haben mehr Kraft und Sicherheit. Sturzprophylaxe ist ein Wort, ein Begriff, der immer mehr und immer wichtiger wird. Unabhängigkeit damit, und das führt natürlich darum zu einer längeren Lebenserwartung. Das wünsche ich uns allen erstmal. Vielen Dank.